Hallo, liebe Freunde von CryptoTV. Freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei eingeschaltet habt zu meinem Livestream. Ein paar werden sich vielleicht auch jetzt ziemlich wundern, wieso sie mich hier heute im Livestream sehen können, denn in ein paar vorangegangenen Sendungen habe ich ja angekündigt gehabt, dass ich meinen CryptoTV-Kanal und insbesondere auf Facebook beenden werde. Dazu muss ich mich jetzt auch jetzt recht herzlich bei allen, die was wirklich CryptoTV von Herzen treu sind und auch geblieben sind, entschuldigen. Denn ich habe damals, muss ich ganz offen ehrlich sagen, gelogen, als ich angekündigt habe, dass ich meinen vor allem Facebook-Account löschen werde, ja, mit den Gruppen und mit der Seite. Aber lasst mir bitte erklären, warum dies wirklich extrem notwendig war. Mir ist im Jahr 2020 bewusst geworden, dass die Friedensarbeit jetzt so wirklich um das Zehnfache schwieriger geworden ist, als wie in den vielen anderen Jahren, wo ich da in diesem Bereich gewirkt habe. Es ist viel schwerer, irgendwelche Kundgebungen oder Friedenswandertage anzumelden, ohne dass man immens boykottiert wird. Mir war auch von Anfang an viele Jahre klar, dass sich unter meinem Freundeskreis auf Facebook sehr viele Trolle und, ja, man muss auch sagen, Gegner befunden haben. Das hat mir zu Anfangs wenig gestört. Ich war so unter der Prämisse auch eingestellt, weil mein Facebook-Kanal ist so öffentlich, ja, es kann auch wer bei mir reinschauen, ohne dass er eine Freundschaftsanfrage beantragen muss bei mir. Ich habe keine privaten oder nicht gelisteten Posts auf meinem Facebook-Kanal drauf. Aber dennoch, gerade jetzt im Jahr 2020, wenn ich da so Posts geschrieben habe, wie es wäre es wichtig, mal etwas für den Frieden zu machen, in der Öffentlichkeit, draußen in der Stadt, also im Feld, nicht nur virtuell, sich da zu beteiligen für die Friedensarbeit, da habe ich unter vermeintlichen Freunden, die ich damals angenommen hatte, ja, sehr, sehr viele Bashing-Kommentare, also wirklich negative, richtig anfeindliche Kommentare sogar bekommen. Und gerade dann auch, wo ich wichtige Aktionen preisgeben wollte, gingen sofort irgendwelche Trollaktionen los, die was gewisse sehr wichtige Aktionen sogar unlauter, also diffamierend unlauter gemacht hätten. Und so habe ich mir dann überlegt, wie werde ich bloß diese Typen los? Und dann bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, ich kündige an, dass ich jetzt mein Wirken im medialen Bereich, vor allem auf Facebook, beenden werde, weil sich dann garantiert sehr, sehr viele melden werden, die was bei mir unter Freunde gelistet sind, um dann ihren letzten negativen Senf abgeben zu können. Weil ich mir gedacht, viele haben sich auch noch zurückgehalten für gewisse Tage, wo sie dann denken, jetzt muss ich wirklich reinhauen. Und das hat sich auch so wirklich bewahrheitet. Kaum habe ich dann eben angekündigt, dass ich meinen Facebook-Account beenden werde, haben sich wirklich viele Negativkommentatoren im Freundeskreis gemeldet. Und so konnte ich dann die große Löschaktion bei den Freunden beginnen. In den letzten zwei Wochen habe ich ungefähr knapp oder vielleicht ein bisschen über 70 Freundschaften gekündigt bei FB, bei Facebook. Und seitdem ungefähr einer halben Woche ist jetzt auf einmal Ruhe. Seitdem hat sich echt Ruhe eingekehrt bei meinen Posts, was ich eingeführt habe. Und das war einfach der Ziel und Zweck der Sache. Aber nicht nur auch deswegen. Ich musste jetzt einfach auch mal herausfinden, wer von den Freunden auf Facebook setzt sich wirklich für den Frieden ein. Also beteiligt sich auch an anderen Projekten, nicht nur die, die sie sich selbst ausdenken. Ja? Weil mir auch aufgefallen ist, dass viele Kollegen im Medienbereich, mit denen ich auch auf Facebook befreundet war, ob es kleine oder große Medienkollegen waren,
eigentlich nur Selbstdarsteller waren, Profilierer, ja. Also zum Beispiel die, was man nie draußen im Feld sieht, ja, aber groß die Klappe offen haben auf Facebook mit ihren Videodarstellungen, Leute sogar richtig aufhetzen, ja, aber selbst gar nichts machen. Und auch viele Leute, die das Facebook in Friedensaktivisten nur dazu nutzen, um, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Einfach nur, ja, sich selbst zu profilieren. Lassen wir es auch auf dem Wort, weil in anderen Videos habe ich es eh gut dargestellt, warum ich mich von meinen Medienkollegen distanziert habe. Das brauche ich da nicht noch mehr aufdröseln. Aber schalten wir einfach mal ganz kurz um. Also, wie gesagt, dort den YouTube-Kanal, da hat es in der Zwischenzeit viel getan, wenn man auf Video geht. Also, da war ja das Video, gehabt euch wohl, da wo ich mich verabschiede. Aber ihr seht, danach haben die Aktionen angefangen in Salzburg. Wir haben Flashmobs gemacht. Wir haben meditative Friedensspaziergänge gemacht, wo wir für den Frieden meditiert haben. Wir sind in einer riesengroßen Gruppe an die 500 bis 600 Leute in der Stadt für den Frieden spazieren gegangen, ja. Habe ein lustiges Video noch gemacht, ein offener Brief ans Parlament. Und das konnte jetzt wirklich einmal endlich ohne schlechten Troll-Negativgehabe einmal wirklich mehr Anblick finden auf YouTube. Ich mache nicht über jedes Thema oft ein Video, wenn ich finde, dass ein anderer Medienkollege sich da schon sehr gut dazu geäußert habe. Darum ist er für euch auch noch empfehlenswert, wenn sich auch meine Playlists einmal anschaut. Da sind viele Themen drinnen, wie Chemtrails, Geoengineering und so weiter und so fort, wo ich nicht extra auch noch ein Video machen sollte, denn es reicht, wenn es einer schon gut erklärt hatte. Ja? Denn ich bin nicht dazu da, mich zu profilieren, sondern ich möchte einfach Medien präsentieren, die ansonsten wenig Gehör finden. Und wenn es wer anderer schon gemacht hat, brauche ich nicht tun. Darum schaut es auch unter die abgespeicherten Playlisten rein. Da sind wirklich unzählige Sachen drinnen. Gut, und bei Facebook, wie gesagt, ups, so, hier, es wird alles darauf bestehen bleiben, ob es Angst, auch die Gruppe bleibt bestehen. Wird man jetzt vor allem jetzt trotzdem auch mal ein bisschen auch eigene Posts reinsetzt, weil im Grunde poste nur ich da was drinnen. Etwas mehr Kommentare habe ich von euch drinnen, aber naja, auch eher im Promille-Bereich. Aber wenn es nicht wollt, ist es auch recht. Deswegen werde ich die Sachen nicht löschen. Ja. Und die Seite, wo meine eigenen Projekte, Filmprojekte abgespeichert sind, von CryptoTV auf Facebook, bleibt natürlich auch bestehen. Also da gehen jetzt dann meine ganzen Videosachen los. Genau, das sind meine ganzen Videosachen. Okay, also. Das brauchen wir heute nicht so groß halten, diesen Livestream. Was haben wir denn? Ah, im Chat sind schon Leute mit dabei. Der Peter Stein sagt super, weiter so. Wunderbar, danke Peter. Das ist eben das, was ich so wirklich viel mehr zum Schätzen weiß, da jetzt wirklich Menschen bei mir dabei sind auf meinem Kanal und auf Facebook, die was das zu schätzen wissen, warum wir das machen, ja. Ich wollte einfach mal von den Menschen loseisen, die mich als Profilierer, als Möchtegern-Guru dargestellt haben, weil gerade mein Video Reformen für die Welt, was ich zweimal hochgeladen habe, einmal in einer langen Form und dann in einer verkürzteren, aber auch langen Form, da habe ich eigentlich ganz gut dargestellt, dass ich weg will von den ganzen Guru-Gehabe, was wir mit den Kollegen haben. Und gerade diejenigen haben mich dann als Guru bezeichnet. Aber das bin ich nicht, ja. Und somit freut es mich, dass jetzt im Jahr 2020 die Projekte toll losstarten. Vielleicht die, was im Salzburger Raum dabei sind und jetzt schon meine Spaziergänge-Video gesehen haben. Ihr seht, wir sind nicht alleine, man braucht sie nicht fürchten, alleine für die Menschenrechte, egal welche Thema es hat, ob es um 5G-Netz geht, ob es ums Impfen geht, ob es ums Mikrochip geht. Wir haben uns alle unter mehreren Themen einen Tag trotzdem als Ganzes treffen können. Also wir sind nicht allein, habt keine Angst beim Mitmachen, ja.
Wenn es euch wirklich interessiert, schaut auf mein Facebook-Profil rein. So 2, 3 Tage vorher, bevor was stattfindet, werde ich es dann posten, sodass ihr dann auch mit dabei sein könnt. Wir müssen halt ein bisschen vorsichtiger sein, jetzt im Jahr 2020 mit Aktionen zu promoten, weil sonst sehr vieles verhindert wird. Aber wir melden ja trotzdem auch vieles an. Aus dem Grund war die Polizei, die was bei unseren Spaziergängen mit dabei waren, auch so höflich und freundlich. Ja. Es kommt immer darauf an, wie man was hochzieht, ob man das nicht in einem Kampfgehabe wie bei Demos macht, sondern mit friedlichen Spaziergängen. Und dann kann die Polizei auch dementsprechend uns gegenüber menschlich reagieren. Aber das habt ihr ja alle bei den Spaziergängen-Videos ja festgestellt. Juhu, und was? Um was geht es? Es geht darum, gerade in den Livestream, dass ich mich entschuldigt habe, gelogen zu haben vor 2 Wochen, dass ich angedeutet habe, meinen Facebook-Kanal und meinen YouTube-Kanal zu beenden. Einfach vielleicht ganz am Anfang nochmal anschauen, das Video dann noch, wenn ich dann den Livestream beendet habe, kannst du es auf dem Vorhang sehen, dann weißt du, um was geht. Ich möchte es jetzt einfach wiederholen. Okay, somit bedanke ich mich bei euch allen, dass der harte, wunderbare, menschenwürdige Kern mir noch treu geblieben ist. Und ich bin froh, dass ihr jetzt über 70 Freundschaften auf Facebook beenden konnte durch diese Aktion. Sie war leider notwendig, da musst ihr ein bisschen schummeln. Und somit sehen wir uns dann hoffentlich wieder bei neuen Sendungen auf CryptoTV. Und noch viel mehr würde ich mich freuen, wenn die Salzburger und die, was in der Umgebung wohnen, ich dann in Real Life bei unseren wunderbaren Friedensaktionen dann live sehen darf und kann. Und sicher werde, gell? Somit, wir alle sind behütet und beschützt, seid euch dessen immer gewiss. Und bis zum nächsten Mal wieder bei CryptoTV. Tschüss!